gar nicht Dr. Helmut Kaltenhauser. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Sehr geehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine der Hauptaufgaben der Opposition ist die parlamentarische Kontrolle. Und dazu gibt es unterschiedliche Mittel. Der Untersuchungsausschuss ist sicherlich das schärfste Schwert der parlamentarischen Kontrolle. Und deshalb will es wohl überlegt sein, wenn man ein solches Instrument wirklich nutzen will. Jetzt ist es meine persönliche Vorstellung von Opposition nicht die einer rein konfrontativen Arbeit und auch nicht die Öffentlichkeitswirkung soll unbedingt im Vordergrund stehen. Und wenn es nur darum gegangen wäre, irgendwie altes, bekanntes, schon von den Medien aufgegriffene Fälle aufzugreifen, nochmal auszubreiten, dann wäre ich sogar gegen einen Untersuchungsausschuss gewesen. Aber wenn ich mir die Entstehungsgeschichte dieses Untersuchungsausschusses anschaue, dann zwingt es geradezu die demokratische Opposition, so ein Instrument anzustoßen. Zuerst mal aus Verfahrensgründen. Anfragen wurden, wurde ich vorhin schon betont, monatelang nicht beantwortet oder nur maximal ausweichend. Das können wir beliebig belegen. Ein Beispiel von mir, ich habe drei Anfragen ausstehen, die hatte ich am 17. August eingereicht. Für deren Beantwortung habe ich mehrfach Fristverlängerungen erhalten. Die letzte ging bis 19.11. und ich habe bis heute die Antworten noch nicht. Nur ein schönes Beispiel, aber da gibt es noch mehr davon. Wir hatten dann zur Vermeidung, ist vorher auch schon erwähnt worden, die Einsetzung eines Sonderermittlers vorgeschlagen. Das wurde abgelehnt, und zwar in einer Art und Weise, die können wir brüsk nennen, man kann sie auch arrogant nennen. Und auch inhaltlich wurden wir zu diesem Untersuchungsausschuss geradezu gezwungen. Denn je mehr Fragen wir gestellt haben, desto mehr Verquickung von Abgeordnetenmandat einerseits und Verfolgung eigenwirtschaftlicher Interessen andererseits kam ans Tageslicht. Deshalb beschleicht uns alle und insbesondere die Bürger der Verdacht, dass es nur eine Spitze des Eisberges sein kann, die wir da bisher gesehen haben. Es haben sich im Zuge dieser Maskenaffäre wirklich Abgründe aufgetan. Politiker, die sich die Taschen vollmachen, während andere um ihre Existenz bangen. Das ist Wasser auf die Mühlen der Leute, die Verschwörungstheorien verbreiten, die unsere Demokratie in Zweifel ziehen. Und nicht zuletzt deshalb darf die politische Aufklärungsarbeit nicht weiter nur den Zeitungen überlassen bleiben. Deshalb wollen wir, müssen wir im Interesse des Ansehens der demokratischen Institutionen in unserem Lande ein Gesamtbild verschaffen und über die Geschäfte des Freistaates mit und mittels Abgeordneten aufklären. Dabei stellen sich immer wieder die gleichen Fragen, welche Gelder sind geflossen, direkt oder indirekt an Abgeordnete, waren die Vergaben auch unter Berücksichtigung besonderer Umstände unter der Pandemie? Waren die wirklich rechtmäßig? Wie schaut es aus mit Compliance-Regeln, deren wirksamen Umsetzung? Für mich würde es einfach mal interessieren, weiß der einzelne Beamte denn wirklich, wie er umgehen muss, wenn ein Abgeordneter auf ihn mit einem bestimmten Ansinnen zukommt? Die Verschärfung des Abgeordnetengesetzes ist sicherlich ein Teil, wird manches künftig verhindern, aber ich glaube nicht, dass es genügt. Ich begrüße ausdrücklich den Wandel, den die Regierungsfraktionen offenbar durchlebt haben. Noch im August, ist ja vorher zitiert worden, war das für völlig unnötig erklärt worden. Aber bei aller konstruktiven Zusammenarbeit in der Präzisierung der Aufgabenstellung, die sich dem Änderungsantrag dann widerspiegelt, habe ich trotzdem ein Gefühl gehabt, es soll in irgendeiner Form eine Firewall aufgebaut werden. Eine Firewall, in dem Sinne, dass einzelne Namen ganz offenbar zum Abschuss freigegeben sind oder zumindest einiges an Kritik abkriegen können. Aber alle Wege, die auf nur die kleinste Verbindung zu jetzigen oder früheren Regierungsmitgliedern hindeuten könnten, wurde versucht zu unterbinden. Das möchte ich nochmal ausdrücklich sagen. Das fand ich ärgerlich. Ansonsten war die Vorarbeiten, die Zusammenarbeit, die Vorbereitung äußerst konstruktiv. Und ich hatte von den Beteiligten jedenfalls nicht den Eindruck, dass hier versucht wird, zu blockieren, sondern wirklich aufzuklären. Eine Anmerkung noch zur Abgrenzung. Es geht hier ausdrücklich nicht um Abgeordnete, die sich für die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern einsetzen und Interessen und Anfragen weitergeben. Ich glaube, das gehört zum Kern unseres Wählerauftrags. Wenn aber horrende Provisionen fließen, schlechtere Angebote oder schlechter qualifizierte Personen zum Zug kommen, dann wird das Mandat missbraucht. Und noch was zur künftigen Arbeit im Untersuchungsausschuss. Ich persönlich lege ganz großen Wert darauf,
Und ich glaube, das nehmen Sie mir in meiner Person auch ab, dass es keine Vorverurteilung einzelner Abgeordneter gibt. Es geht einzig und allein um diejenigen, die sich unrechtmäßig bereichern und Dritte unrechtmäßig bevorteilen, egal zu welcher Partei sie gehören. Keiner wird sich in diesem Fragenkatalog und mit diesem Fragenkatalog schonen und keiner soll auch geschont werden. Keiner soll sich verstecken können. Es geht auch deshalb nicht nur um die Beschaffungen während der Pandemiezeit, es geht auch teilweise um Jahre zuvor, um Immobilien, um Rechtsanwaltmandate, um verschaffte Jobs, schlichtweg um jeden Kontakt von Abgeordneten zu Ministerien und zu unmittelbar nachgeordneten Behörden, bei dem es nur den Hauch eines Zweifels gibt, ob der Kontakt vom Mandat noch umfasst ist. Bei dem Untersuchungsausschuss geht es schlicht und einfach nur noch um die Integrität des Staates und seiner demokratischen Institutionen. Es geht, das ist vorher auch schon angesprochen worden, im Untersuchungsausschuss nicht um eine strafrechtliche Bewertung. Es geht um die Frage, was ist unanständig, was verstehen die Bürger zu Recht nicht, an welcher Stelle versagen unsere Kontrollinstrumente, wo im Freistaat sind die Einfallstore für Vetternwirtschaft und auch, wovon musste auch ein Finanzminister Söder, ein Wirtschaftsminister Aiwanger. Um das alles nochmal klarzustellen, in Krisenzeiten ist unbürokratisches und schnelles Handeln nötig. Frei nach Helmut Schmidt, in der Krise beweist sich der Charakter. Und es hat sich eben gezeigt, dass einzelne Abgeordnete ihren Einfluss und ihre Kontakte für fragwürdige Deals und zum eigenen privatwirtschaftlichen Vorteil ausgenutzt haben. Und dass die Strukturen im Freistaat diese Gelegenheit offenbar möglich gemacht haben. Ein solches Verhalten, ein solches Apparat ist einfach untragbar. Die Demokratie lebt von der Verlässlichkeit der gewählten Herr Kollege, Volksvertreter. Kommen Sie bitte zum Ende. Ein Satz noch: Mit dem Untersuchungsausschuss werden wir unbequem sein. Wir werden lückenlos aufklären. Nur so lässt sich verloren gegangenes Vertrauen wiederherstellen. Es liegt eine verantwortungsvolle Aufgabe und sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Danke. Vielen Dank. Als nächsten Redner rufe ich auf Herrn Tobias Reiß, CSU-Fraktion.